Hey Leute und willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie im HD Remaster für die Xbox 360. Im letzten Part haben wir Treasure Trove, also das zweite Level, glaube ich, begonnen. Und sind jetzt hier, wir haben außerdem das erste Stub and Swap Ei geholt. Was es ja im Original nicht so richtig gab. Ich glaube generell nur per Cheat-Modul. Sind jetzt hier mit den Sprungblättern nach wie vor. Mein Bruder ist dabei und er ist auch gerade am Controller. Das heißt, ich habe keine Kontrolle darüber, was gerade passiert. Wie man sieht. Beschuldigt mich nicht. Gut. Ja, na dann mach mal. Kommt man hier so rüber mit dem Sprung? Wir haben jetzt hier 4 Puzzleteile. Ja. 64 Noten. Also dann. Eins haben wir, wie gesagt, noch. Also in der Einrichtung halt, die ich da meinte, da müsste, glaube ich, noch eins sein. Da kann man dann noch hin, aber erstmal haben wir hier noch eins und eins haben wir auch schon gesehen, wir haben ja das gesagt, was da in dieser Truhe war, die haben wir ja schon gezeigt. Bei der Fliegeplatte. Werden wir uns wahrscheinlich auch bald drum kümmern, aber erstmal ist natürlich Freund Jinjo hier an der Reihe. Das haben wir nämlich auch bald. Fehlt nur noch der Gelbe und der müsste genau da oben sein, ne? Ja. Naja, ganz oben. Naja, da hinten. Ach ne, ist ein Puzzleteil. Yes. Ich dachte, das wäre ein Ginger. Da. Oh, echt? Da ist auch die zweite Honig. Ah ja, genau, ganz oben auf der Spitze, ne? Oh. Wie unpraktisch, aber Kamera ist schuld. Ne. Okay. Unfähigkeit ist schuld. Ja. Ich wollte es nicht aussprechen. Nein. Bist du hier eigentlich schon komplett lang gegangen? Nee, ne? Wo? Hier auf den Stegen hinter dir quasi. Hier? Naja, links. Da, wo die Noten sind quasi. Nö. Aber da war da hinten schon Bahn, kannst du den Noten schnell holen. Naja, wir müssen hier dann nachher eh wieder hin für das eine Puzzleteil dann. Ja. Speziell hier. Ja. Dann mach erstmal den Sprung weiter, wenn wir schon mal dabei sind. Gut, 80 für nur noch 20 Noten. Ein paar sind oben. Oh, 3 sind noch da. Ne, 2. Okay. Gut. Okay. Ja, ich glaube, so war das auch ursprünglich mal gedacht, dass man das so macht. Echt? Ja. Also ganz ehrlich, ich hätte halt gedacht, okay, da ist eine Platte, also springe ich von der Platte ab. Aber das natürlich, ja, funktioniert. So. Ja. Holst du das Puzzleteil da drüben? Welches? Das von den Sprüngen hier. Also das hier weiter. Ja, hatte ich vor. Gut. Da hätte ich viel zu viel Angst, dass es irgendwann dann doch nicht reicht. Hier geht's auf jeden Fall nicht mehr. Naja. Probier's nicht. Nein. Gut. Schön. Dann gehe ich aber jetzt in die Einrichtung. Da will ich schon die ganze Zeit hin. Viel Spaß. Danke. Okay, die ist auch relativ nah am Anfang. Wir haben die gerade, als wir offscreen wieder hergegangen sind, auch schon gesehen. Also wissen jetzt ziemlich genau, wo die ist. Also hier hat man ja angefangen und das müsste hier sein, genau. Da sind auch nochmal 3 Noten. Ging das jetzt überhaupt schon alles? Nein, so? Du musst erstmal an der Seite an der Wand, ist so ein Eimer, da musst du von oben hin. Ach ja, ich erinnere mich. Den musst du, da ist ein Loch stopfen. Ja, stimmt. Ich erinnere mich. So, komm mal her. Können wir den zumindest schon mal loswerden? Dankeschön. Ich glaube, der wäre dann eh gestorben. Ja, stimmt, wenn das Wasser weg ist. Aber holen wir uns trotzdem noch schnell die Noten hier. Wobei wir auch das wahrscheinlich dann hätten machen können. Na, mach's doch jetzt. Ja, wenn wir schon mal dabei sind. Hauptsache, du machst es auch. Nee. Ich mach's dann. Dann noch hoch, ja? Ja. Yeah. Ja, ich weiß es nicht. Ich denke schon. Aber man... Okay, ich mach's jetzt. Mach's nachher. Nein. Mann! Mach's nachher. Das fuckt mich ab hier. Ich bin nicht gemacht für solche Spiele, aber Banjo hat mir schon immer unfassbar viel Spaß gemacht. Also auch, ich habe es ja wie gesagt schon offscreen ein ganzes bisschen gespielt, auch auf dem N64, auf dem Emulator und halt hier auch.
Und das muss hier gewesen sein. Ne? Denn es macht einfach so viel Spaß. Ich tropfe keinen Bär und Vogel mich mit seinem Tropfen stopfen oder so. Das Loch ist gestopft. Ich werde das Wasser für den Bären ablassen. Yeah. Das kannst du einfach rüberspielen. Ja, würde ich gerade sagen. Okay, nice. Ja, wenn man sieht, wo man hinspringt, ist es natürlich immer leichter. Locker, easy. Scheiße. Das ist jetzt problematisch. Von hier aus werde ich das nicht schaffen. Geh auf die Palme. Ja, das könnte funktionieren. Da seht ihr wieder, das Spiel bringt mich auf die Palme. Ich wusste, dass das passiert. Das ist das Lustige. Toll. Das haben wir irgendwie früher auch probiert. Dann bedanke ich mich schon mal herzlich für das Projekt. Ich hab's geschafft. Ich dachte auch, dass ich es gerade nicht schaffe. Warum guckst du denn nicht? Na, bloß freut mich, ich bin doch nicht doof. Ja. So, jetzt gehen wir hier in die Sandburg. Das ist die Einrichtung, die ich meinte. So, du nochmal. Hey, du Pelzknoll, löse mein Rätsel und du gewinnst einen Preis. War das Banjo-Kazooie? Wo könnte bloß die Lösung stehen? Ich weiß es nicht. Banjo-Kazooie. Man hat das irgendwo im Spiel rausgefunden. Hol dir erstmal die Noten. Ja. Man hat es im Spiel rausgefunden. Was? Jetzt weiß ich gar nicht, was du meinst. Was man da tippen muss. Bei diesem Rätsel. Jetzt es echt? Steht riesengroß an der Wand. Also ich sehe, dass es hier an der Wand steht, ja, weil du gerade gesagt hast, man hat das im Spiel rausgefunden. Ja, hier jetzt. Ja, das klang. Okay, alles gut. Wo ist das K? 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 Hier. Okay, K, A, K, A. Set war hier hinten. So. O. Wahrscheinlich hier. Ja. Kazoo. I. Und noch das H. Das H. Hinter dem Gitter wartet der Preis. Doch zunächst werde ich dich zurechtstutzen. Nein. Ja, oh. Doch. Mach das schon. Wow. Spiel. Ja, total. Hui! Damit aber das nächste Puzzleteil. 8. Ne, dann muss ich jetzt das in der Truhe holen. Nee, ich mach jetzt den Leuchtturm. Okay. Du kannst die Truhe holen. Aber wir haben ja 6 und fehlen ja noch 4. Einmal für Jinjo. Warum hast du denn gerade 8 gesagt? Weil ich mich verrechnet habe. Okay. Dann hole ich jetzt den. Ne, dann mache ich jetzt trotzdem den Leuchtturm. Ja, dann machst du die Truhe und ich hol den. Ach ne, der Ginger ist ja ganz oben. Ja, okay, ist egal. Da oben gibt es ja dann wahrscheinlich 2 Puzzleteile, weil die Truhe für Ginger. Plus den Ginger. Achso. Plus. Das oben. Ich mache jetzt was ganz anderes. Jetzt muss ich gerade auch mal überlegen, was meint er? Ich erinnere mich gar nicht an das letzte. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo das. Wo das nächste. Kreuz. Ach, Moment mal, da links, ne? Nee, da ist es. Also, ich meine, mit dem Ding musste man das machen. Also, ein Kreuz war ja oben, das habe ich ja schon angehört. Das eine Kreuz hast du aktiviert. Genau. Okay, ich mach den Leuchtturm. Dann mache ich danach wahrscheinlich entweder Ginger oder Truhe. Ja, der Ginger ist auch da oben. Hm. Okay. Ja, wir kriegen das schon hin. Guck mal, da rechts sind noch Noten. Da? Ja. Ja, da will ich auch hin. Ach ja, stimmt, da geht's ja auch zum Leuchtturm, ich vergaß. Okay. Sehr schön. Dürfte doch bald die 100. gewesen sein, ja. 92, nice. Du magst nicht zufälligerweise den Ginger holen. Wo war er? Da. Komisch, wo ist er noch? Ich würde mich sehr gerne hier oben umschauen.
Achso, den die auch gekillt. Der ist natürlich nice. Das ist natürlich auch eine gefährliche Position für ein Puzzleteil. Aber du hast das Puzzleteil noch nicht eingesammelt. Doof. Ja, naja, machst du nix. Hey, ist dir aufgefallen, dass sich der Kater noch gar nicht gemeldet hat? Yeah. Ja, ihr müsst wissen, wir hatten hier am Anfang der Aufnahmesession ein bisschen Probleme wieder. Weil hier im Haus schlafen Leute, deswegen mussten wir die Tür zumachen. Aber der Kater mag geschlossene Türen nicht. Aber jetzt ist alles wieder safe. Okay. Weißt du was, das wollte ich gerade machen. Ich hole mir jetzt die Truhe. Das geht wirklich. Nein. Du solltest dir jetzt HP besorgen. Ja. Ja, ich will mir jetzt erstmal die Truhe. Ich überlasse dir das sehr gerne da oben. Also eigentlich wollte ich das da oben machen, aber ich dachte mir, okay, bevor wir dann... Mach doch. Was? Mach doch das da oben. Nee, ich will jetzt die Truhe erstmal. Dann haben wir das fertig. Nur noch... Bei der Truhe ist auch noch ein Schalter. Ne, der Schalter ist oben. Okay. Brauche ich jetzt erstmal, wie du gesagt hast, HP. Nicht so. Scheiße. Ich gebe dir nur einen Tipp, wenn du jetzt stirbst, müssen wir alle Noten wieder einsammeln. Also, echt? Alle? Lass es mit dem Sterben, bitte. Scheiße. Ja, alle. Das wusste ich jetzt echt gar nicht mehr. Aber nicht, wenn man alle 100 hat, ne? Dann nicht mehr. Nee. Scheiße, wo kriegen die jetzt Energie her? Mach die Viecher tot. Ja, das habe ich aber gerade verkackt. Mann, ja, okay, mach du die kurz tot. Warte, da war noch eins. Ja, ich weiß. Oh Gott, was ist das? Hinter dem Ding. Okay, wir machen das anders. Ja, okay, stimmt. Das ist ja gut, definitiv sind. Okay, gib her. Drei sollten hoffentlich erstmal reichen. Im Wasser. Da hinten ist auch noch eine im Wasser, aber die hole ich mir jetzt nicht, weil die ist ganz tief im Wasser. Okay, machen wir erstmal weiter. Ganz ruhig, wir schaffen das, keine Sorge. Liebe Leute, ihr braucht euch keine Sorgen um uns machen. Wir kennen uns doch hier aus. Oh, Kamera. Die wechselt hier manchmal so abrupt wie in den alten Resident Evil Teilen. Hast du mir nicht vorhin noch so schön erklärt, wie man die Kamera hinter sich packen kann? Ja, aber da muss man das gedrückt haben. Oh Gott. Fliegen. Das ist problematisch hier. So, ich bin drin. Das ist Grundhildas Besitz. Ich diene dich, wenn du dich traust. Okay, ich hab's. Ich hab's. Alles safe. Acht. Dieser Schatz, der war für mich. Nun wird es hart. Nee, sorry, das lese ich nicht vor. Nee, also, sorry. Ja, sie hat es echt nicht so drauf. Okay, dann fehlen uns zwei Puzzleteile. Ja, das letzte war das mit den Kreuzen, ne? Ja. Da musst du mich dann ein bisschen guiden, wenn du... Also du wirst ja jetzt wahrscheinlich den Leuchtturm machen. Und da weiß ich nicht mehr so ganz, wie das... Ich kann auch die Kreuze machen. Ja, geile Sache. Mir ist es egal. Oder war das nur das eine Kreuz? Nee. Ach so, stimmt, das hieß ja dann Folge den Pfeilen. Ja, ja, ich erinnere mich. Da ist auch nochmal Heilung, aber können wir später holen. Ja, brauchen wir nicht. Hast du das überhaupt hier hingezeigt? Ja. Ja, da. Ah ja, jetzt erinnere ich mich auch. Aber die sind ja erst nach und nach erschienen hier, ne? Hm. Wie geht denn eigentlich dieser Sturzangriff?
den lernen wir erst. Achso. Ich dachte, er hätte da vorhin schon was erwähnt. In der fünften Welt. Ah ja. Diese remasterten HD-Wolken. Ja, das ist echt das schönste Remaster. Ja, stimmt. Die waren nicht so geil. Ja, das ist moderne Grafik hier. Ich glaube, das Remaster ist von 2010. Also, Props. Props an die remasterten Wolken. 2010 Grafik. Ich glaube, auf dem Dings da stand irgendwie Shark Island oder sowas. Ja. Im Originalspiel war dieser komische Berg da. Klein. Der war ganz klein. Ja, genau. Er hat quasi so nur in den Boden eingestanden. Konnte man quasi einfach hochlaufen. Ja. Aber man konnte nicht rein. Und das wurde jetzt halt hinzugefügt, das ist das Stop and Swap, wie wir ja schon gesagt haben, ich glaube, im letzten Part. Hm. Okay. So. Nee, das war jetzt Donkey Kong 64. Jetzt muss ich kämpfen. Ha, du wirst mich nie und nimmer finden. Ja, ja, stimmt. Deswegen wollte ich vorhin. Deswegen wollte ich vorhin nicht auf die Insel hier, aber da war noch das noch gar nicht da. Coole Tool. Okay, nice. Das heißt, ich muss jetzt auf den Leuchtturm. Mhm. Du darfst da die Honigwabe holen, den Schalter drücken und das letzte Puzzleteil holen. Locker, easy. Schaffen wir. Wenn ich das jetzt Puzzleteil geht, als erstes einsammle. Wenn es geht, ohne zu sterben. Aber wenn ich das Puzzleteil zuerst einsammle, dann hast du ja die Honigwabe und das Ding. Das ist richtig. Ich will es mir noch mal. Oh, Mann, springen. Ich will es mir noch mal überlegen. Du musst laufen. Ja, ich weiß. Ich vergesse immer noch, immer wieder, dass das hier nicht nach einem Ducksprung geht. Hm. Oh, was ist das? Habe ich hier gerade HP gesehen? Nee. Ich habe mir irgendwie HP eingebildet. Zoom. Okay, fliegen wir ganz gechillt. Okay. Alte Leuchte. Mehr an den erinnere ich mich noch. Und ich weiß auch, dass ich hier damals, als ich das gespielt habe, mal umgefallen bin. Also runtergefallen, quasi. Was halt natürlich nicht so cool ist. Aber das würde uns jetzt natürlich nicht passieren. Erinnert mich ein bisschen an den einen Berg auch aus der Toybox, nur halt noch ein bisschen angenehmer. Okay, hier haben wir schon mal den Schalter. Wo? Ah ja, genau. Stimmt. Das ist wirklich cool. Okay. Ikumbokum und nach oben. Das müssten die letzten Noten sein. 8, 9, 10. Sehr schön. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Yay. Okay, jetzt mal vorsichtig. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist die Honigwabe? Ich glaube, die ist unten noch. Also beim Leuchtturm unten irgendwo. Ja, hinterm Leuchtturm, das kann sein. Na gut, okay. Gehen wir es erstmal gucken. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Und dann schaffen wir es auf jeden Fall, dem Partner auch die dritte Welt zu öffnen. Auf die freue ich mich ehrlich gesagt schon sehr. Die fand ich zwar manchmal wirklich ätzend, eben weil sie ein gewisses Steuerelement sehr gern benutzt, was ich nicht so gern mag in dem Spiel. Allerdings ist es trotzdem eine mega coole Welt, meiner Meinung nach. Das muss ich echt mal überlegen hier. Die Honigfarbe hier irgendwo war. Es könnte aber schon sein, dass das, was du vorhin gesagt hast, richtig ist, dass sie in so einer Höhle unter Wasser war. Aber das glaube ich nämlich auch eher, aber oder halt, ich glaube, die war hier oben nicht. So, wir machen das so. Ist irgendwo Wasser, wo man runterspringen kann. Hä? Stimme. Ja. Hier. Oh. Okay. So, und zwar war die oben. Oder war die da hinten? Ja, ich glaube, die war da hinten. Das habe ich jetzt auch gerade überlegt. Oder musste man hier irgendwie. Ja. Genau, da hinten müsste das gewesen sein. Nee. Sicher? Da waren wir doch schon. Nein.
Doch, stimmt, das war ja, hier. Ja, war vorhin schon. Scheiße. Es kann sein, dass die auf dem anderen komischen grünen Turm, wo das erste Kreuz war, dass die da hinten dran war oder so. Ich weiß, also die Honigwaben kriege ich echt alle nicht mehr zusammen. Mhm. Die hatte ich auch alle, aber puh. Also ich meine auch, dass sie irgendwo noch im Wasser war, wie die erste halt auch. Mhm. Aber wo genau? Da hinten vielleicht. Ich würde sagen, liebe Leute, wir setzen an der Stelle einen kleinen Cut und zeigen euch dann sofort, wenn wir sie gefunden haben, wie es weitergeht. Also jetzt nicht Partende, sondern einfach nur ein kurzer Cut. Also bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben es gefunden. Mit Unterwasser waren wir gar nicht so falsch. Wir sind hier wieder hier, wo wir vorhin die ganze Zeit geguckt haben. Aber sie ist einfach hier in dieser Ecke. Trotzdem relativ gut versteckt. Das muss man ja mal so sagen. Ja. Und damit haben wir auch Treasure Trovekopf zu 100% erledigt. Wie schön, es gegen die Wand. Ja, weil er mich behindert. Mhm. Ja, damit haben wir auch Treasure Trovekopf zu 100% abgeschlossen, wenn ich das richtig jetzt sehe. Jupp. 100 Noten, 10 Puzzleteile und 2 Waben. Wunderschön. Und dann würde ich sagen, wir öffnen jetzt noch schnell die dritte Welt und dann soll es das auch für diesen Part gewesen sein. Das Ei haben wir auch gefunden. Ich glaube, in Momos Mountain gibt es kein Ei. Gibt insgesamt, glaube ich, 2, 4, 6, 7. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Okay, holt sie noch schnell das Puzzleteil. Dann beginnt also auch der nächste Part damit auf deiner Seite. Ja, ich brauche HP. Ah ja. Dann beginnt auch der nächste Part wahrscheinlich erstmal damit, dass ich die Kontrolle habe, weil wenn wir jetzt das Puzzleteil hier einsammeln, ja. Ist das so? Ich mag die Tiere wirklich arg. Schlummern sie erstmal im Sarkophag. Das hätte sich viel besser gereimt. Das stimmt. Dumme Hexe. Tja, Grundhilda ist halt leider eine Reimerin, die es aber nicht drauf hat. Ich auch nicht. Ja, volle HP sind auch echt immer nervig im Spiel. Ja, finde ich auch. Unnötig, überbewertet vor allem. Okay, liebe Leute, wir müssen hier hoch, ne? Da war die Tür. Sehr schön. Okay, komm her. Komm nicht her. Moment mal. Ich weiß gar nicht, ob du schon durch die Tür musst. Du musst erstmal dieses Level aufmachen und das Level selbst ist dann über dem Rohr, wo du gerade musst. Hier ist nur der Kessel. Ah ja, dann machen wir den natürlich trotzdem mal schnell. Okay, volle HP wieder, siehst du. Ich glaube, ein Mumbuschädel ist hier auch irgendwo. Der magische Kessel ist aktiviert. Finde 2 gleiche Farbe, um eine Abkürzung zu schaffen. Ein bisschen gebraucht, die Stimme wieder zu finden. Ich glaube, auf dem Rohr oder so müssen wir gucken. Gucken wir natürlich mal. Hallöchen. So, dann zeige ich euch nochmal schnell, wie diese Kessel funktionieren. Gar nicht, weil wir nicht so, zwei gleiche haben. Stimmt, die gehen ja nicht, genau. Rot. Der andere, den wir hatten, war lila, ne? Mhm. Okay. Der zweite Rot ist irgendwann ganz am Schluss. Alles klar. Gut, dann ist hier erstmal nichts weiter, dann gehen wir jetzt. Also hier oben ist das Level, ne? Oder das Puzzle? Ja, du musst auch da oben hin. Ich will aber die Tür öffnen. Da musst du auch noch nicht hin. Da geht's dann zum vierten Level schon, ne? Mhm. Alles klar, krass. Na, dann gehen wir natürlich erstmal hier. Man sieht schon hier Rohre, Wasser. Vielleicht könnte das ein Tipp sein, was das nächste Level so ungefähr vom Prinzip sein könnte. Das deutet aber alles sehr seine Wüste hin. Ja, total. Also würde ich auch sagen. Oh Gott, ist das auf Zeit? Ich würde sagen, entweder Wüste oder so ein verschneites Gebirge oder so. Würde ich auf alle Fälle sagen. Wunderschön. Aber erstmal, nee, Heilung kann da bleiben. Was machst du hier? Machst du den wieder runter? Nee, aha. Okay. Geht das hier kaputt? Nein. Du hast hier doch gerade nicht ohne Grund dieses Rohr da hochgefahren. Das stimmt natürlich. Gut, wir machen das natürlich noch ganz schön. Die konnte man auch unter Wasser irgendwo hintauchen. Da geht's zu dem Puzzle dafür, oder? Geh doch einfach mal rein. Natürlich geh ich erstmal rein. Eventuell. So. Ach, du schon wieder. Okay, was hast du diesmal für 3 Tipps? Wusstest du, dass Grundhilda ein Sabberlätzchen unter ihrer Hexenkluft trägt? Warum denn nicht? Wussten wir das? Sie hatte auch einen schrecklichen Hund, der Waldi hieß. Und meine Schwester singt ihrer eigenen Band
Grund in ihrer eigenen Grundtiefkessel. Was? Schreckliche Musik. Schreckliche Musik. Okay. Damit öffnet sich das. Genau, das ist das, was ich meinte. Müssen wir noch schaffen. Ich weiß, es sind fast bei 30 Minuten. Wir haben ungefähr 4 Minuten oder so rausgekattet. Achso, du musst da eigentlich gar nicht hin. Weißt du, wo man das Level aufmacht? Wo? Nicht da. Geh da nicht hin. Du verschwendest da jetzt. Ja, ich will mich ja gerade drin. Du musst wieder da, wo das Treasure Trovkov Gemälde war, und da den Supersprung machen. Wo war denn das Treasure Trovkov Gemälde? Aber na, wo geht's denn dann da jetzt hin? Na, da macht man das vierte Level auf, wie man ach so an der Röhre erkannt hat. Stimmt. Du musst jetzt quasi 2 Screens zurück. Mhm. Da ist so eine so eine Sprungplatte und da oben ist das Gemälde für die dritte Welt. Ja. Aber jetzt haben wir uns den komischen Rohrscheiß schon mal gespart fürs nächste Mal. Das ist korrekt. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Genau, jetzt gehst du da links runter. Ah. Euer Ende, ich klar sehe. Ihr seid Würmer, ich bin die Krähe. Jetzt. Aha. Wenn du alle Puzzleteile im Bild platzieren willst, drücke einfach den rechten Schalter. Wow! Also hier. Hm. Der Thumper. Gute Leute. Ja, auf dem Empfehlen setzt sich auch der Z-Trigger. Damit öffnet sich Clankers Cavern. Aber was Clankers Cavern ist, liebe Leute, das sehen wir erst im kommenden Part. Denn jetzt werden wir es mal beenden an dieser Stelle. Und ja, ich würde sagen, Clankers Cavern, drittes Level. Mal gucken. Mal gucken. Bis dann und ciao. Ciao.